Kann ja nicht jeder Glück haben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Truth. Mein Name ist Zandelpi und heute werden wir ein wenig die Neuigkeiten vom Patch durchchecken. Ich habe ein paar Materialien hier in der Tasche. Als allererstes bauen wir uns die zwei Mounts, das habe ich extra gestern nicht gemacht. Und zwar den Pembok. Hui, ich habe einen Pembok. Als nächstes bauen wir den Infinium Pembok aus dem Pembok. Hui, ich habe jetzt einen Infinium Pembok. Und als nächstes bauen wir uns nochmal den Pembok. Hui, ich habe einen Pembok. Geil, wa? So. Wir fügen die beiden jetzt hinzu. Und jetzt schauen wir uns die mal an. Die kosten ja nichts. Ich habe ja echt mehr erwartet. Also das sind ja die günstigsten Mounts, die man jetzt bauen kann. Der Pembok. Ist ganz lustig, muss ich mal sagen. Also kann man nehmen. Ist jetzt nicht mein Favorite auf jeden Fall, aber kann man nehmen. Mal gucken, ob der Infinium mindestens cool aussieht. Ich weiß nicht, der gefällt mir nicht. Allerdings natürlich ganz cool gemacht, aber naja, da ist der Pembok am meisten wert. Also, ne, an diesem Mount. Naja, Hauptsache ich hab die, kriegt mal wieder ein ganzes Level Mastery. Nächste Woche gibt es ja auch Chaos Faktor. Jetzt gehe ich wieder in U1 rein. Na, was heißt wieder? Ich habe vorhin schon mal angefangen aufzunehmen. Dann wurde ich leider unterbrochen. Deswegen habe ich jetzt auch schon. Packen hier mal unten rein. Oh, ich habe noch Steedfeed behalten. Noch zwei. Ich habe schon zwei Kisten. Ich bin noch nicht mal eine Minute da gewesen. Dann Interruption. Es gibt Leute, die wissen, wann sie nicht kommen sollen. Auf jeden Fall wurde ja die Leerdichte erhöht. Und ja, das merkt man. Das merkt man ganz schön. Piu piu und tot. So, Kisten haben eine Wahrscheinlichkeit von 25% was zu droppen und Gegner jeweils 5%. Also macht es auch Sinn, Gegner zu besiegen. Allerdings geht es immer darum, das Dungeon, was ich dann da mache jetzt. Also wie ich jetzt am schnellsten farmen würde. Zum Beispiel, das ist ein scheiß Dungeon hier. Bis ich da unten bin. Aber das da zum Beispiel, das geht. Und da rechts der 3-Sterne-Dungeon. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Wir fangen da unten an, gehen dann hoch. So, ich habe ja hier meine Fee, damit kann man ein bisschen porten und schneller machen. So, und zwar, hier zum Beispiel kann man, wenn man gut ist, also manchmal klappt es, die Bienen alle rufen. Viele spawnen ja nicht, ah, den habe ich nicht gekriegt, schade. Ach, schon wieder so ein Scheiß. Leider müsst ihr auf Bosse achten, denn diese Kacke hier, diese Mobs geben nichts. Wäre ja schon immer so. Wird auch immer so bleiben. Mein Turm hat wieder ausgelöst. So, auf jeden Fall muss ich jetzt gucken, dass ich da hochkomme. Wo ist das? Hat. Da ist es doch. So, da gehen wir auf jeden Fall hin. Denn 3-Sterne-Dungeon haben 35 Gegner intus. Das heißt, die lohnen sich auf jeden Fall. Deswegen gehe ich auch jetzt nicht in der obersten Stufe rein, sondern hier, also in der mittleren, nein, untersten sofort. Ich spare mir nur halt nach unten zu fallen und durch den Teleporter zu gehen. Hier ist doch schon jemand drin gewesen. Hier ist kein Gegner mehr. Oder da war zufälligerweise kein Gegner. Es gibt ja viele Spots, wo Gegner spawnen können. Dann wird wohl jetzt gleich hier irgendwo. Hier ist einer. Also das sieht aus, als würden hier nicht mehr so viele sein. Ah, da sind doch noch zwei. Das Schlimmste ist, dass ich habe gestern ja schon ein bisschen gefarmt und ich habe einfach so einen Luck bei den Items jetzt. Dafür aber die Kisten nicht so. Wo andere dann schon 30 hatten, hatte ich erstmal 10 oder so. Dafür hatte ich nach einem Dungeon oder zwei spätestens komplettes Inventar voll mit. Scheiß Teil eben mit den Items. Die natürlich nicht wichtig sind. Aber guck mal, wie viele die droppen jetzt. Wenn das mein U5 so wäre, würde ich mega Geld machen. Ach, die kommen jetzt alle einzeln. Also das Dungeon ist auch nicht so mein Favorite jetzt. Aber es ist natürlich immerhin besser als viele andere. Aber ich werde hier durch die Gegend geportet. Kann ich gar nicht gebrauchen hier. Hat er es überhaupt aufgehoben? Ja, hat er. Achso, da unten steht es auch. Gut.
War jetzt nicht so gut. Und der Ausbeute war... Meh. Obwohl, ich habe irgendwo schon eine Kiste gehabt. Ich habe ja jetzt schon drei. Ach komm, jetzt explodiert doch einfach. Scheiß Gegner hier. Kommt jetzt her? Ja. Wieder Zeit. Auch da kein Glück raus gehabt. Mann, Mann, Mann. So viel Pech auf einen Haufen kann man doch gar nicht. Jemand zutrauen. Das daneben... Da sind schon welche. Ich gehe lieber Richtung Eis. Am besten ist immer alleine zu sein. Dann kann man mich auch jeden Gegner noch besiegen. Oh, da ist ein 3-Sterne-Ding. Das können wir direkt danach machen. Erstmal gehen wir hier runter. Und gucken mal, ob wir hier welche finden. Da ist einer da. Piu. Sinn macht es auf jeden Fall nur eins, das Ganze zu machen, wenn man alles haben möchte. Das heißt, Kisten und Schriftrollen. Da war mal eine. Wieder Zeit. Wenn ich überlege, dass da welche sind, die in einem Dungeon dann 5 Stück oder so hatten. Ach, ich hasse es. Die Portale, ne, dass man da nicht einfach nur nebenstehen muss zum Drücken. Also, dass man die angucken muss, das hätten sie so machen müssen. Und nicht einfach, wenn ich schon da bin. Und gucke auf dieses Ding und drücke dann eh, dann werde ich noch rausgeportet. Ja, komm. So, dann bin ich unten, aber ich will nicht nach unten, sondern ich will nach oben. Ah, man wird immer falsch rausgeportet. Kennt ihr das? So, jetzt sind wir hier. Hier gibt es auf jeden Fall auch ziemlich viele Gegner. Denn wie gesagt, 35 Stück sollten immer spawnen. Die Frage ist halt, ob die das geändert haben. Denn es fühlt sich momentan nicht so an. Kann auch sein, dass ich die vorhin in diesem 3-Sterne-Dungeon irgendwie nicht gefunden habe. Oder die waren dann irgendwo anders versteckt. Aber normalerweise können 35 Stück spawnen. Zumindest sagt das die Richtlinie, wenn man einen Dungeon baut, dass man mindestens 35 Stück haben muss, weil die gleichzeitig spawnen. Man kann natürlich mehr Spots haben, aber hier sind zum Beispiel schon mal wieder zwei. Da sind zwei. Ach, da ist ein Teleporter. Das Schöne ist, die sind korrigiert. Ich hau gleich wieder ab. Ich hasse ja, wenn irgendwelche Leute mit rumrennen. Und sich dann nicht daran halten. Warum? Ach, ich hasse es trotzdem. Das soll behoben worden sein, ne? Da sieht man wieder, wie geil man sich auf sowas wie geil man darauf vertrauen kann. Was Patch-Notizen so alles sagen oder was Bugfixes angeht. Auch hier sind irgendwie so wenig. Das waren doch keine 35 Gegner. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Das haben sie bestimmt reduziert, weil das zu groß wäre. Ja, und Pech habe ich dann dazu auch noch. Ich hau auf jeden Fall jetzt ab, in eine andere Richtung. Tja, jetzt dauert das ewig, bevor ich irgendwas mache. Ich gehe lieber in einem neuen U1-Gebiet. Hier ist nämlich, das war so ein Scheißgebiet hier. Ach, und dann braucht das wieder so lange. Ich hasse ja warten, ne? Vor allem, weil das so unrealistisch lang dauert bei manchen Stellen. Genau wie wenn die Dungeon fertig sind und du dann manchmal 15 Sekunden warten musst, bis endlich die Kiste spawnt. Da denke ich mir immer, warum? Was haben die denn da für einen Timer? Vor allem, was das für einen Sinn macht. Denn es ist doch ganz einfach. Wenn die Gegner tot sind, dann kann das sofort spawnen. Aber ich glaube, die haben ein anderes System. Deren System, was sie haben, das ist nicht reaktiv mit den Gegnern. Sondern das wird einfach überprüft, ob in dem Bereich noch Gegner sind, wie viele. Allerdings macht das keinen Sinn. Es wäre so einfach, die Gegner, immerhin wird auch oben gezählt, wie viele Gegner. Oder es wird nur clientseitig gezählt und serverseitig gibt's gar keinen Counter. Kann ja auch sein. Wer weiß, was die da für eine Scheiße verzapft haben. Aber hier merkt man das. Hier ist das typischerweise richtig. Also die Anzahl der Gegner meine ich jetzt. Geh kaputt. So, der muss auch noch sterben jetzt, sonst wird das hier nichts. Ja, mit den Kisten. Da manche mehr Glück, manche haben weniger Glück.
Das kennt man ja. Wir meinen als 5% Chance bei Gegner. Habe ich schon, bin ich schon wieder voll? Ja, klar bin ich jetzt gleich wieder voll. Die droppen auch viel zu gut. Wenn ich in U5 bin und hier alle Gegner besiegt habe, kriege ich manchmal nur ein einziges Teil. Und das aus den Truhen jeweils. Also drei Teile insgesamt. Jetzt wären es 4 nach der neuen Truhe. Und jetzt kann ich schon nichts mehr aufheben. Was für eine Scheiße das immer ist. Ich finde ja, ne, mit dem neuen Patch hätten die dann auch die Menge der Inventarslots erhöhen müssen. Naja, scheiß auf die Teile. Das komme ich nicht raus. Aber Hauptsache es klappt, wenn ich dann... Ach, geht doch. So, dann wollen wir mal gucken, ob hier unten da ist. Doch ein Haus. Was ist da? Ach, das Spiel, ne? Das hat so viele Bugs noch. Ich finde es leider, kriegt man immer wieder Wut bei. Dann, so wie jetzt, ich fliege und dann Wut nach unten gezogen. So, man nimmt alles zur Hexe. Mal gucken, ob da mal wieder ein neuer Style bei ist. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Gut. Gehen wir aber hier rein. Das Ding ist zumindest klein und da sind alle Gegner, die es gibt, auf einen Haufen. Alle tot. Und jetzt komm. Naja, besonders gut läuft es nicht, aber das ist bei mir Standard. Aber ihr könnt das ja selber ausprobieren. Es gibt, also ich weiß zum Beispiel von jemandem, ach, das ist auch so ein Nougat hier. Ich weiß nicht, warum die zwei Portale besetzt haben. Ich weiß auf jeden Fall von Leuten, die haben in 20 Minuten, 30 Minuten, kriegen die auch ungefähr jede Minute eine Box. Bei mir sind jetzt gleich 20 Minuten rum und ich habe 6. Das ist gut, ne? Die Statistik. Aber es geht ja nur darum, dass man genug holt und irgendwann dieses komische Mount rauskriegt. Ich werde gleich am Ende der Folge auch die restlichen Kisten öffnen. Kisten sind so häufig. Ich denke mal schon, dass man die zwei Mounts bis Ende der Woche auf jeden Fall hat. Und wenn nicht, die werden jetzt schon für 2000 Flux gehandelt. Da war gestern auf jeden Fall irgendeine Art von Bug. Denn es war noch nicht mal eine Minute rum. Ja doch, sagen wir mal so eine halbe Stunde nach dem Patch. Da haben schon die ersten 3 oder 4 Stück verkaufen wollen. Entweder haben die einfach Glück. Ne? Es gibt ja dann sogar Leute, die wollen nur Geld machen. Die haben sogar Glück dann noch. Hör durch. Ich habe da schon wieder einen gehört gehabt, oder nicht? Ist hier noch jemand? Da ist noch einer. Ist hier hinten auch noch einer? Gegner. Ah, hier sind auf jeden Fall Gegner. Ach, der hat sich bewegt, deswegen. Der Endgegner. Gut. Was ist das denn da? Da ist eigentlich Wasser. Ja, man kann wieder sehen, Bugs, ne? Habe ich gerade noch gesagt. So, auf jeden Fall muss ich mal gucken. Ah, oh, wir haben noch 5 Minuten. Allerdings lohnt sich das nur, wenn auch noch was kommt. Viel Scheiße wäre im Winter. Da kommt wieder ein Dungeon. Uhu, ein Dungeon. Ich sage immer Dungeon, aber eigentlich heißen die ja Lair. Früher in den ersten Folgen habe ich das nie verstanden, warum die das nicht einfach Dungeon nennen und warum die das Lair nennen. Das macht keinen Sinn. Aber die wollten das nur differenzieren zwischen diesen 3-Sterne-Dungeon und so einem kleinen, süßen Lair. Ach, ich hasse es, wenn man hier hängen bleibt. Ja, kommt ruhig. Mindestens eine Kiste. So muss das. Dann bin ich wieder glücklich. Dann bleibe ich auch gerne noch häufiger hängen. Alle tot. Ich finde ja auch komisch, eigentlich sollen da 25% sein. Zumindest hatten die das mal erwähnt. Jetzt in den Patch-Notizen natürlich nicht mehr. Aber
wenn ich nicht jedes vierte mindestens einen da rauskriegen wieder aus der Kiste. Ich glaube, ihr könnt ja mal die Folge nochmal angucken und mir sagen, ob ich überhaupt einen aus der Kiste bisher bekommen habe, weil die meisten kommen aus den Gegnern. Aua, da war doch schon wieder einer. Aber ich hasse solche Dungeons, ne? Wo die Kamera einfach so nah dran ist. Aber ich kann das einfach nicht leiden. Ich weiß auch nicht, was die Dungeon-Designer sich immer dabei ausdenken, dass sie dann immer so ganz enge Räume bauen. Und dann auch hier, wo man dann nichts sehen kann. So. Stirb! Ach, ich hasse auch. Die hasse ich übrigens auch. Dieses Rumgeschleuder. Gerade wenn man dann bedenkt, dass meine U1 überhaupt keinen Schaden erleidet. Oder fast keinen Schaden. Und dann machen die so ein Terz hier. Da unten noch, ein 3-Sterne-Ding. Das müssen wir noch machen. Mal gucken, ob ich 10 zusammenkriege. Das wäre cool. Mindestens schon mal 10 in der Folge. 20. Also ungefähr jede zweite Minute ist ja immerhin besser als noch weniger. Kann besser laufen. Aber immerhin wäre ich ja schon mal glücklich. Kisten werde ich sowieso dann öffnen, ne, wenn ich die nächste Folge aufnehme. Also ich werde die immer zur Folge einschneiden. Ich werde auch die von gestern gleich noch am Ende der Folge reinschneiden. Da kam jetzt kein, kann ich schon mal vorwegnehmen, da kam jetzt kein Cookie Mount raus bei ungefähr 30 Kisten oder 34, glaube ich, waren es. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück bei den paar jetzt hier. Denn die sind nicht selten. Also das kann ich euch nackend in der Hand schwören. Ich denke mal, so 20 Kisten sind so im Durchschnitt eigentlich möglich. Zumindest wenn man so die anderen Leute anhört. Den töten. Es gab noch keine Kiste. So ein Glück kann auch nur ich haben. Sind da welche drunter? Nö. Ha. Ich glaube, ich bin schon wieder fast fertig und... Naja, hier sind noch ein paar Gegner. Hier sind sogar eine große Menge. Mal gucken. 5% löst doch mal aus hier. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Egal, am mindestens ein Endgegner einer. Hm, noch nicht mal der. Dann mal gucken, ob die Truhe jetzt hier auch so eine hohe Chance hat, wie sie es immer sagt. So viel dazu, ne? 8 Stück nur. 8 Stück. Ein ganzes Dungeon, keine. Na gut, ich würde sagen, weil die Folge eh gleich noch ein bisschen länger wird, wegen den reingeschnittenen Kisten, öffne ich kurz die 8 Kisten, wir gucken mal, was wir rauskriegen, obwohl ich muss irgendwo hin, wo ich das Zeug zeichseln kann. Denn es ist schon nervig. Oh, guck mal, wir haben hier viel Besuch. Viel Besuch. Immerhin ein Teil. Jetzt gucken wir mal, 8 Stück. Robotic Salvage. Oh, guck mal, so ein Robotic Salvage kriegt man da raus. Flux, Grimm, Flux und nochmal Flux. Naja, kann ja nicht jeder Glück haben. Ich würde dann sagen, jetzt guckt euch noch an, wie die Kisten von gestern aussahen. Und dann sage ich mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von TWOOF. Ciao.